ein Top-Athlet. Seit Staffel 2 bei Ninja Warrior Germany immer am Start. Heiß wie Frittenfett. Hier ist Simon Brunner. Und hinter der Abkürzung KSK verbirgt sich nicht nur der Name eines Sondereinsatzkommandos, sondern auch in seinem Fall der Spitzname. Denn der steht für Christa Sven Kröll. Auch den kennen wir schon und sagen, ab geht's! Und die sind im Tunnel. Zwei Top-Athleten. Und wer bleibt konzentrierter? Ja, Simon. Der ist aber noch nicht die Entscheidung. Ist noch nicht die Entscheidung. Wenn jetzt Simon irgendeine Nachlässigkeit hat, ist Christa wieder im Geschäft. Und Vorsicht mit dem Wasser, Vorsicht! Ja, jetzt hat das. Bloß nicht das Wasser berühren. Wir haben das erlebt an diesem Abend. Aber es ist ein vermeintlich komfortabler Vorsprung. Und er schaut auch schon über die linke Schulter. Was macht Christa? Kann ich vielleicht mir mehr Zeit lassen? Muss ich vielleicht gar nicht mehr ins nächste Hindernis? Denn das ganze Ding ist natürlich nach wie vor anstrengend und kostet Körner. Und davon haben die Jungs eine Menge, aber auch nicht unendlich. Und wenn man dann da so durchhetzt... Ja, er ist einer der Mitfavoriten, ja. Mindestens Simon Brunner. Denn der Gegner da hinten, der noch schwingt, Christa Kröll, ist auch ein guter. Simon hier ohne Probleme über die schwebenden Tritte. Jetzt geht's an die Wingnuts, an die Schwingflügel. Kürzerer Abstand, als man das kann man rübergreifen. Aus den regulären, normalen Staffeln kennt. Wie ein Äffchen. So. Nein! Und es ist ein... Nein! Es ist ein... Simon Brunner Fehler, Fragezeichen. Jetzt warte erstmal ab. Jetzt liegt es nur noch an Christa Kröll. Es liegt nur noch an ihm. Denn Simon ist raus. Simon ist im Wasser. Schafft Christa die Wingnuts, die Schwingflügel, dann ist er in der Runde 2. Simon. Mein Gott. Und er weiß genau, ja, du hast es schon angesprochen, Jan, war es so ein Simon-Brunner-Fehler. Wir haben gedacht, er hätte das verbessert. Wir haben das erlebt, auch in der Staffel 5. Und jetzt das Ding. Und das ist seine Riesenchance. Er hat alle Zeit der Welt. Er muss nur, in Anführungsstrichen, die Schwingflügel schaffen. Dann ist er in Runde 2. Und das macht er, stand jetzt souverän. Kreuzhang hier zwischen den Wingnuts. Jetzt nur nicht abrutschen. Und das war das, was Simon eben anders gemacht hat. Jetzt kann er direkt drüber. Und jetzt ist er in Runde 2. So kann es gehen. Er geht die Wand noch hoch. Das ist die Ninja-Ehre. Den Buzzer will man drücken, wenn man da vor der Wand steht. Die können die alle